Leute, 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 here we go again. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Ich freue mich sehr und herzlich willkommen zur vierten Folge von Love Island VIP. Und ich bin schon sehr, sehr gespannt, wie es weitergeht. Wenn ihr die ganzen Folgen sehen wollt, checkt auf jeden Fall mal den Link in der Videobeschreibung. Und wenn ihr meinen Channel noch nicht abonniert habt, macht es auch sehr, sehr gerne. Ich würde sagen, wir steigen direkt rein und es geht eben los mit Chiara. Die hat sich ja für eine neue Granate entschieden. Wir wissen noch nicht ganz genau, wer das ist. Nur eine weiß es, Jelis, denn sie sagt, der schreibt mir jeden Tag. Ja, unangenehm. Und so geht's los. Das Überraschungspaket für Chiara ist hier. Ich bin Patrick aus Berlin. Die meisten kennen mich wahrscheinlich als André aus Berlin Tag und Nacht. Und ich mache OnlyFans. It's only you and me. Tonight I can show you my aubergine. Aubergina. Oh mein Gott. Okay, das ist ein Kerl, den ich nicht so richtig auf dem Schirm habe, aber was auf jeden Fall auffällig ist, die ganzen Jungs und Mädels von Berlin 523, Köln 5154 sind auf jeden Fall hier auch sehr stark im Reality-TV vertreten und ich erinnere mich an den Kerl nur in Bezug, ja, der schreibt mir immer, voll unangenehm. Nein, irgendwas war da mit Kate Merlan und der kommt jetzt, nur meine Meinung, irgendwie auch nicht super sympathisch rüber. Der hat das Grinsen zu sehr oben in seinen Kasten eingearbeitet, dass es nicht wirklich authentisch aussieht. Ich bin mittlerweile schon seit 3,5 Jahren Single. Reicht langsam. Weil ich halt fremdgegangen bin, sowas ist halt, kommt bei Frauen gar nicht gut an. Ne? Hä? Wie kommt er denn jetzt da drauf? Also ja, Fremdgehen, das ist mir aufgefallen. Ich habe jetzt so eine kleine Studie geführt. Jedes Mal, als ich fremdgegangen bin, war nicht so cool. Irgendwie, keine Ahnung, die Frauen haben damit Probleme. Und dabei wollen die doch, dass man offen ist. Ich bin offen, tolerant, zeig das und dann so, zack. Hä? Woran hat's gelegen? Ich schieb die Schuld gerne beiseite und sag, hey, das war das Umfeld, weil ich noch bei den Sixpacks war, mit denen auf Tour war. Und da gibt's ja Gerüchte, dass es da öfter mal im Karton rappelt. Und wenn mich nicht alles täuscht, war Gigi auch mal ein kleiner Teil dieser Sixpacks. Und eventuell haben die beiden da schon im Backstage mehr voneinander gesehen, als man sollte. Man munkelt, es gibt Affären oder One-Night-Stands zwischen bekannten Frauen und mir. Ich möchte damit gar nicht angeben. Überhaupt nicht. Was auf jeden Fall klar ist, der Junge kann nie den Moonwalk machen, denn er würde selbst aus seiner eigenen Schleimspur irgendwie ausrutschen. Also ganz geheuer ist der mir nicht. Aber egal. Kommen wir zurück zur Gruppe. Gigi hat ja die Challenge in der letzten Folge gewonnen und das soll jetzt fürstlich belohnt werden. Du bist Challenge-Sieger, Gigi. Aha. Und du verdienst ein Jackpot. Es ist die Private Suite. Ja, mei, die Private Suite. Und besser kann es ja nicht laufen. Und ich bin mir relativ sicher, dass er dort mit seiner neuen Partnerin, seinem neuen Couple verschwindet. Und das ist in dem Fall Victoria. Aber gut, jetzt kommen wir erstmal zu der unangenehmen Situation. Jelis hat es ja schon angekündigt. Oh mein Gott, der schreibt mir jeden Tag. Und was der Junge jeden Tag schreibt, beziehungsweise was er macht, das ist unfassbar. Du bist der, der immer Fotos bearbeitet. Ja, genau. Wir waren mal zusammen in den Alpen. Ich habe mal so ein Foto gepostet im Urlaub und dann hat er das Foto genommen und so irgendwie so mit reingepixelt, als wären wir so zusammen im Urlaub. Ich kann nicht mehr, Leute. Ich habe sowas auch schon mal als Verarsche gemacht oder so. Aber er postet das so als Feed, so dass es halt wirklich so aussieht, als ob sie dabei wäre. Und ja, ich glaube, der ist an Peinlichkeit, sagen wir es mal so, schwierig zu überbieten. Und das ist schlimm, dass ich das sage. Wir haben hier Gigi und Yassin, die auf jeden Fall auch auf die Cringe-Drüse hier drücken. Also auf einen schönen Abend. Was meinst? Was mir allerdings ein bisschen fehlt, sind, glaube ich, ein bisschen die Gespräche. Ich glaube, das ist bei Gigi halt wirklich schwierig, wenn die nicht so ein perfektes Date für Gigi hätten. Wenn die so, keine Ahnung, SeaWorld. Und dann steht da, Fisch. Fisch. Oder sie hätten da jetzt so ein Aquarium reingeschoben. Man könnte auch sagen, Fisch. Fisch. Aber ich glaube, viel mehr möchte der Junge auch gar nicht besprechen, weil der denkt eigentlich nur die ganze Zeit, Pfirsich. Pfirsich. Ich will in diesen Pfirsich beißen. Warum fällt es dir schwer, dich so Ding zu öffnen? Ich lasse schwer meine Gefühle frei. Ich hatte auch keinen Bock, so zu reden. Du hast echt einen schönen Po. Rede nicht. Ich habe jetzt ein Date mit
dein Po. Ah, und hier wiederholen sich die Sprüche vom Gigi-Line. Also das hat er, glaube ich, 1:1 genauso schon mal gesagt bei eben Ex on the Beach. Das ist halt auch das Ding. Der hat das halt schon so ein bisschen perfektioniert, so seine Art, wie der auch immer so die Namen falsch ausspricht, wie der immer so vernuschelt redet. Ich glaube, ganz normal, wenn er zu Hause sitzt am Abendtisch und seine italienische Mama wieder das leckerste Essen dieser Welt gezaubert hat, dann legt er auch erstmal seine Serviette hin und hat Messer und Gabel in der Hand und sagt, vielen Dank, Fräulein Mutter, diese köstliche Zubereitung wird meinen Gaumen aber wirklich verlocken. Oder sehen, ich hat keinen Sinn gemacht. Aber so wird er da sprechen. Und nicht so. Aber ich sag mal so, Vicky ist wahrscheinlich doch nicht ganz auf den Kopf gefallen und gibt auch irgendwann auf. Also sie merkt ja auch, sprechen ist mit Gigi nicht drin. Ah, dann habe ich eine viel bessere Idee. Lass uns Schwerterkampf machen, aber mit den Zungen. Schwerterkampf in dem Fall ein bisschen komisch. Das haben die nur bei den Sixpacks gemacht. Wenn ich jetzt nichts mache, macht Jelis heute nichts, weiß ich nicht. Deswegen, da wir es nicht riskieren wollen, mache ich lieber was. Wenn Jelis was auch macht, ist okay. Ja, wenn sie mich dann verletzt, weil es mir so krass wichtig ist, kann ich sagen, ja und, ich habe doch auch was gemacht. Also von daher, kein Problem, wir sind quitt. Aber wenn sie was macht und ich mache nichts, wie stehe ich denn dann da? Warst du 2015 oder 16 auf Mallorca? Hast du gearbeitet? Ja, doch. Wir haben zusammen gewohnt. Mit Ellie, mit Ray, mit... Ja. Und ja, da kommt der Schauspieler raus, als ob der das nicht wüsste. Wenn der so in die DMs von jeder Reality Queen slidet und Chiara müsste einfach nur bei ihren Nachrichtenanfragen durchgehen, da sagt er, boah, weißt du noch, ein Bild von uns gefunden, damals in der WG und so weiter und so fort. Und ja, anscheinend haben die wirklich mal vor vielen, vielen Jahren zusammen in einer WG gewohnt. Als Promoter, die Leute, die wahrscheinlich auf dem Ballermann hier die Karten verteilen, aber wahrscheinlich ein Job, in dem du auch viel einfach verdrängen wirst, weil du einfach die ganze Zeit irgendwie hackedicht bist. Und es kann dann schon sein, dass Chiara war sich gerade nicht mehr so sicher. Ich habe, als ich 18 Jahre alt war, mit Patrick in einer WG gelebt. Ganz jung, dumm, da irgendwie am Promotion machen. Und aber da liegt nichts zwischen uns, oder? Nein. Könnte dir das passieren, dass dir das einfach entfällt? Ja, zu 100%. Und was sagt ihr zu dem Neuen? Ist es eine Granate oder ist das eher ein Blindgänger? Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare. Auf jeden Fall erzählt er jetzt auch Chiara stolz nochmal über seine Vergangenheit. Ich war bei den Sixpacks. Ist hier irgendwo ein Stuhl? Ist hier irgendwo ein Stuhl? Kannst du dich mal hinsetzen? Ich will dir zeigen, wie ich bei den Sixpacks war. Und dann macht er wie, leg dich nicht mit so. Ich war bei den Sixpacks und hab das halt auch gelebt, sage ich mal. Und also stimmt dieses Playboy-Klischee, das man von Strippern hat? Das Umfeld prägt einen schon. Nee, das hat jetzt nichts mit den Sixpacks zu tun, sondern das Umfeld. Und mit dem Umfeld meine ich einfach die Zuschauerinnen, die dort aktiv sind und natürlich auch die Zuschauer. Und das färbt dann halt so ein bisschen ab, weißt du? Da muss man dann einfach mitspielen und dann schwuppsdiwupps ist es passiert. Ich glaube auch eine Zeit, da war ich kein Single, da habe ich den Schuppen gebaut. Kenn ich irgendwoher. Ja, Patrick heißt auch Lukas mit Zweitnamen oder so ähnlich. Auf jeden Fall, ich glaube, da ist dieser Moment oder der Punkt erreicht. Ich glaube, da kann man auch keinen Bock mehr haben. Gerade wenn du diese jüngste Vergangenheit hast, jetzt wie Chiara, kennen wir irgendwoher. Dann geht's weiter mit Melissa und der Situation mit Danilo. Irgendwie nähern die sich an, aber so vom Gefühl her ist es alles trotzdem ein Stillstand. Auch wenn es dort eine gewisse Bewegung zu vernehmen gibt, kann man sagen, irgendwie erinnert alles an dieses Love Island vor 500 Jahren, als hätte sich niemand irgendwie weiterentwickelt und Danilo muss einfach nur auf seine romantische Art irgendwie was zu Melissa sagen und sie denkt sich, ja genau, bitte jetzt sofort. Und dann sagt er wieder, aber ich bin so im Zwiespalt. Ist das die Liebe des Lebens oder muss ich mich irgendwie verändern, um die Liebe des Lebens aufnehmen zu können? Was ist Liebe, Freunde? Und labert da eine halbe Stunde irgendeine Scheiße. Aber ich habe es halt schon mal mitgemacht und ich will nicht wieder auf Repeat. Komm, lass mich das rüberkommen. Weißt du, dieses, er nimmt dich wieder wegen damals und so. Das, ich finde das fake. Stopp, Leute. Granate kommt raus. Oha, und Aurelia möchte hier mal Chefin spielen und sagen, sorry Bro, aber du bist gekündigt, gefeuert, raus mit dir. Aber ja, sie möchte jetzt hier Danilo, Melissa richtig schlecht machen. Auf der anderen Seite habe ich es ja auch gerade gesagt, so richtig, dass man merkt, dass da ein Feuer am Knistern ist, ja. Das sehe ich halt auch nicht. Und ich habe ein bisschen Angst, dass es wieder dieses gleiche Spiel ist von halt diesem Danilo, wie wir ihn kennen. Dieser unsichere Romantiker, wie ich beim letzten Mal gesagt habe, der geht auch morgens einfach so früh auf diesen kleinen Hügelchen mit dem einen Baum, wenn die Vögelchen zwitschern, schlägt dann sein Lederbüchlein auf und schreibt, Liebe, was ist eigentlich Liebe? Ehrlich, sag ich dir wirklich ehrlich, so wie mit uns geredet, hat sich das angehört wie mein Herz seit Melissa.
Aber Aurelia hat Melissa schon erfolgreich verunsichert. Ja, und muss ich sagen, finde ich hier gut von Yassin, weil das stimmt. Danilo hat ja gesagt, hey, das hier mit Chiara, ist er sich nicht sicher, möchte er nicht. Hat dann sogar relativ erwachsene Worte gefunden, um Chiara zu sagen, nö, das ist es irgendwie nicht. Aber bei Melissa ist schon immer irgendwie was gewesen. Und das bestätigt jetzt hier auch Yassin und das ist halt eben auch die Wahrheit. Und ich glaube, Aurelia verfolgt hier so einen ganz, ganz anderen Plan, denn die findet Leandro ganz gut. Aber die merkt natürlich auch, dass hier Jelis mit Argumenten um die Ecke kommt. Also generell einfach gute Chance bei ihnen hat, weil er sie gut findet, sie ihn gut findet und dass sie da irgendwie reinsticheln würde. Wie Yassin gerne in verschiedene Sachen, aber dass es bisher noch nicht so richtig Sinn ergibt. Also dich finde ich auch gut, weil du halt mit Jelis bist. Und ich mag es ja voll gern, ich will da auch nicht so reinkrätschen und so. Ich finde dich auch gut. Und Aurelia versucht es jetzt mit einer höheren Macht. Da kann Jelis nicht drüber sprechen und zwar geht es um das Spirituelle. Das haben wir schon bei Good Luck Guys gesehen. Immer noch eine meiner Lieblingsszenen, als Aurelia da stand. Und dann irgendwie die Kraft von oben gesammelt hat und es hat mich eher an irgendeinen Marvel-Film erinnert. Auf jeden Fall versucht sie jetzt mit Leandro dieses Thema ein bisschen aufzugreifen. Spirituell. Ja, aber das kannst du auch nicht mit jedem. Jeden ist ja auch Gott irgendwie ein bisschen was anderes. Mhm. Ich würde so gerne mal einfach mit ihm darüber reden. Wie ist es? Ist es vollkommen okay, wenn ich so all dem nachgehe? So. Aber denkst du nicht, dass Gott in uns ist? Guter Punkt. Aber wir werden halt auch von was Bösen manchmal beeinflusst. Mhm. Und diese böse Beeinflussung wird Leandro heute noch mehr spüren, als ihm lieb ist. Aber trotz allem kannst du dich ja dann selbst fragen, was richtig und falsch ist. Also mit so einem Gespräch habe ich jetzt auch nicht gerechnet, so als ich hier rüber geflogen bin, um ehrlich zu sein. Love Island Therapie. Und Aurelia, man sieht es, die strahlt wie ein Primelpott. Das sind die Themen, die sie bewegen. Und da denkt sie auch, oh mein Gott, ich kann so tiefsinnige Gespräche mit dem Leandro führen. Und es war an Oberflächlichkeit kaum zu überbieten, dieser Talk. Was die Oberfläche der Boxershorts so leicht verlassen möchte, ist das Gerät von Gigi. Gerät geht nie kaputt. Ja, auf mich oben drauf und dann hatten wir Klamottensex und boah. Wir hatten nur eine körperliche Bindung, aber keine emotionale. Ja, und ich würde sagen, das bestätigt sich hiermit auch Gestik, Mimik und Ausdruck. Wir hatten keine emotionale, sondern einfach nur körperliche und wir haben ein bisschen Klamotten-Boom-Boom gemacht. Und was bedeutet das bei Influencern? 10% auf Bershka. 10% auf A. Nein, okay, also da ist niemand irgendwo abgetaucht, sondern es geht nur darum, dass sie sich mit Klamotten wackelnd aufeinander befunden haben. Und Gigi fand das schon sehr, sehr gut. Das war jetzt auch richtig süß gerade. Ich habe gar nicht damit gerechnet mit dem Kuss. So sah das aus. Bei euch ist einfach Match. Als ich mir ein Gespräch mit ihr angange, kann ich so auch... It's like I need to force myself to talk to her the whole time. In meinem Herz ist Gas geben, nicht so physical touch oder kussen oder sexy, bababab oder flirten. Mein physical touch ist richtig so, you know, deep, tiefgründige Gespräche mit einer anderen machen. Ja, und das, was zwischen Kimani und Tracy als perfekt irgendwie so eingestuft wird, ist es halt eben auch nicht. Man merkt es ja auch bei ihm so, wie er spricht gerade so. Irgendwie ist es das nicht so richtig. Und er müsste mal mit ihr reden, aber er muss sich dann dazu zwingen. Und im Endeffekt hat er gar keinen Bock auf dieses oh, hier ein Hack, da ein Hack. Er hat ja auch nicht sein Free Hugs T-Shirt an, sondern ihm sind eher so erstmal dieses Kennenlernen wichtig. Gibt es da ein bisschen mehr, über was man sprechen kann oder wird einem relativ schnell langweilig? Und irgendwie hat man das Gefühl auch jetzt wir als Zuschauer oder ich als Zuschauer, vielleicht nur ich, dass das irgendwie so... bisschen langweilig ist. Da ist halt auch nicht so irgendwas knistern, irgendeine Leidenschaft, sondern es ist so 0815 gemein gesagt. So, als ich tiefgründig eher mit Jubels sprechen, ist das ein bisschen mehr schwer. I'm a person, I like to be close with someone, like touching, like, you know, when I'm in dating, I'm not saying from the beginning, but I like it, like, to hug, to, you know, that's my love language, for example. You know, okay, to get closer. This is different, so you need physical touch. And this is really something I have very much, it's very hard for me, to be honest. It's very hard for me. Und natürlich könnte man jetzt so psychologisch irgendwas da rein interpretieren. Aber ich vermute tatsächlich, wenn du wirklich so super Interesse hättest, also so würde es mir gehen, dann hättest du auch Lust, da einfach so ein bisschen den körperlichen Touch zu suchen, weil ich finde persönlich das auch sehr, sehr wichtig. Keine Ahnung, was er für eine Vorerfahrung hat, dass er sagt, nee, das ist sehr schwer für mich und ich kann mich da vielleicht nicht so öffnen, aber ich glaube einfach, er möchte es halt einfach nicht. Ich glaube, seine Blockade ist, er möchte es nicht und er möchte am liebsten so schnell wie möglich raus aus der Nummer und deswegen versucht er auch alles so irgendwie abzublocken.
Aber who am I to judge? Habe ich 3 Sendeminuten bisher gesehen, den Kerl. Kiss didn't really make it better also, you know, to be honest. It was more of a thing of like, I wanted to do it for you and now I did it for you. And I still don't really feel like it brought us deeper together or something. Okay, aber wenn ich jetzt sie wäre, hätte ich ja gar keinen Bock mehr. Was hast du gerade gesagt? Der Kuss war so unnötig, beziehungsweise hat uns eher das Gegenteil gebracht, weiter weg voneinander als irgendwie zueinander geführt, weil das hat die Sache nicht besser gemacht. Ja, okay, dann ciao mit dir. Are you interested in me? Because I don't know. I'm like, I don't get the point. And then I just, ist das geknappt von nein. Feeling that it's not gonna grow into something big, you know? That's really my thought in my head. Das sind natürlich harte Worte, auch wenn sie ehrlich gewählt sind, muss man sagen, und die kennen sich jetzt, da muss man auch die Kirche im Dorf lassen, die kennen sich 3 Tage. Aber dass sie natürlich traurig ist über diese Abfuhr oder diesen Korb, das ist offensichtlich ein Korb, der hier passiert, kann ich schon verstehen und da will man sie wirklich mit einem Free Hugs T-Shirt einfach in den Arm nehmen. Now you know what it feels like. Aber ich muss auch hier sagen, viel, viel schlimmer würde ich es finden, wenn der jetzt einfach so weitermachen würde, aber das die ganze Zeit im Hinterkopf hat. Weil das bringt ja noch weniger, weil dann werden ja die Emotionen irgendwie doch weiter aufgebaut. Und hier hat er eigentlich relativ schnell in Anführungszeichen die Handbremse gezogen, hat gesagt, nee, es ist einfach, ich fühle mich halt nicht wohl damit. Ich möchte es nicht. Und jetzt ist dieses Couple, wahrscheinlich hatten viele Leute ein bisschen Hoffnung, aber das wurde gerade gesprengt. Aurelia sagt zumindest so, ich verstehe nicht, warum der dich genommen hat. Ich schwöre Aurelia, die f*** mich schon mal ab. Und Yassin ist hier der kleine Undercover-Spion, aber der hat schon recht, denn Aurelia wollte jetzt Melissa so ein bisschen einreden. Nee, das ist es nicht. Das ist es nicht. Aber vielleicht, und da muss ich sie in Schutz nehmen, vielleicht hatte sie eine Vision. Und dann hat jemand zu ihr gesagt, sorry, aber Danilo ist nicht gut für Melissa, kannst du das bitte weitertragen? Auf jeden Fall hat Aurelia hier irgendwie versucht, da einen Keil reinzubringen. Ebenfalls einen Keil reinbringen wollte Gigi und Victoria erzählt jetzt mal von diesem wunderbaren Date. Es war süß, wir haben die ganze Zeit gekuschelt. Also habt ihr mehr so rumgemacht, als habt ihr auch geredet ein bisschen? Ah ja, das ist viel wichtiger. Jedes Mal wird irgendwie... Ich hab die gleich geküsst. Ja, Gigi spürt da gar nichts. Gigi weiß aber auch, er muss sich mit irgendjemandem verkappeln, um in diesem Format zu bleiben. Deswegen eigentlich die Logik des Formats ist halt ein bisschen blöd, wenn es heißt, es geht hier um die wahre Liebe. Aber jeder denkt sich, okay, fake it till you make it. Hauptsache, ich habe irgendjemanden, der mich wählt, bevor ich hier rausfliege. Ich will noch ein paar Sendeminuten ergattern, Freunde der Sonne. Und ja, Gigi, so wie er spricht von Victoria, ist das halt einfach nur eine von vielen und er hat gar keinen Bock. Und er wird die jetzt am liebsten ghosten und so an ihr vorbeilaufen und sie gar nicht mehr beachten. So wie Gott ihn erschaffen hat, er war immer nackt. Oh Gott. Aber wir hatten keinen Sex. Aber glaubst du, mit ihr kann auch sowas Ernstes entstehen? Nein, Mama. Ich habe auch Angst, dass ich sich ein bisschen jetzt verguckt in dir. Ja. Verständlich, wenn man einmal in den Genuss des Fisches gekommen ist. Ich meine, dann kommst du da auch nicht mehr so schnell raus. Ja, für Victoria, ich meine, ja ganz ehrlich, ich meine, die war erst in einem Format. Mich hat es eh gewundert, dass sie hier bei Love Island VIP dabei ist. Aber sich dann sozusagen als Fisch an den Haken von Gigi zu werfen, ist wahrscheinlich sendezeitmäßig nicht die dümmste Idee. Aber ich bin ja zumindest froh, dass sie nur Klamottenboom-Boom hatten. Geht's dir gut? Ja, keine Ahnung, ich bin ein bisschen lost. Nee, los. Ja. Geh mal ran. Mein Herz weiß, was eigentlich will, aber mein Kopf sagt, sei kein Lutscher. Warum kriegt ihr Männer das nicht hin? Das nervt. Wenn jetzt Jelis mit Gigi wieder anwandeln würde, dann würde ich auf jeden Fall Attacke bei Leandro machen. Ah, und jetzt wissen wir auch, wie der Hase hier hoppelt. Also Aurelia möchte Leandro. Die ist ein bisschen sauer, dass der eben mit Jelis rumhackt und denkt sich, okay, wenn Gigi eh noch so ein bisschen zwiegespalten ist und eigentlich eher Jelis mag als Victoria, wäre es ja jetzt auch für mich das Beste, wenn der ein bisschen auf Attacke geht. Außerdem bin ich mir auch sehr bewusst darüber, dass Gigi einfach der perfekte Mann ist. Das hat er ja bei Michelle, meiner besten Freundin, bewiesen. Da ist er fremdgegangen. Und dieses Glück wünsche ich jetzt scheinbar auch der Jelis. Ich glaube... Ich weiß nicht, was hier passiert, aber ich glaube, er reibt so sehr an diesem Kissen vor sich, dass er gerade gekommen ist. Mehrmals. Ich glaube, ich empfinde was. Was? Für Victoria? Für dich, du Vollidiot. Gigi hat Gefühle?
Und dann merkt man auch, dass die so im normalen Umgang mit einer Frau so gar keine Ahnung haben. Klar, die wissen, das ist jetzt hier auch auf Kamera und das sind geile Memes, wenn man so in die Richtung geht. Aber wenn wir jetzt mal kurz uns darauf beziehen, das wäre jetzt so ein Real Life, da denkt er halt wirklich, wenn er sagt, ich empfinde was für dich, dass jede Frau einfach sagt, okay, wo soll ich mich an die Wand stellen und kommst du? Bist du schon angedockt? Dem wird es wahrscheinlich leider so leicht gemacht, dass der überhaupt nicht weiß, wie man halt so den normalen Umgang pflegt. Und jetzt sagt er, ich lebe dich, Pieles. Und dann guckt er runter und sagt so, dich lebe ich auch und dich lebe ich auch. Pieles so, was? Was fühlst du denn? Das käme absolut gar nicht in Frage. Ich glaube, so bei dir meint das wirklich ernst. Der hat auch wirklich gesagt, ich will wirklich was ändern. Er kann das nicht mehr. Party, saufen und so. Oh mein Gott, und was ist die bitte für eine manipulative Boom, Boom, Boom? Von wegen Girls, Girls, die macht das mit offenen Augen und schaut auf Jeles drauf, um jetzt zu sagen, nein. Also Gigi, der meint es wirklich gut mit dir. Gigi ist ein ganz anderer Mann. Ich kenne ihn ganz gut und ich weiß, dass er es mit dir auf jeden Fall ernst meint. Gib ihm doch noch eine Chance. Ja, aber ich finde Leandro, na. Leandro ist es nicht. Das weißt du, das weiß ich. Mach es mit Gigi. Aber wenn Leandro dann wieder frei ist, dann wundere dich nicht, ich würde den schon gerne kennenlernen. Aber du und Gigi, das sehe ich in euch. Oder ich sehe ihn in dir. Und ihr merkt auch schon wieder, ich kann das hier alles nicht ernst nehmen, in keinster Weise. Selbst realistische Einschätzung ist, ich glaube schon, dass er dich sehr, sehr gut findet. Also wirklich sehr, sehr gut. Aber spielt bestimmt so ein bisschen mit, dass Leandro dich weggenommen hat. Nach dem Motto so, boah, will er dich zurückhaben? Ja. 100%. Und wenn es eben einer wissen muss, dann natürlich auch Yassin. Das gleiche hat er empfunden, als plötzlich Marcellino bei Melissa so mehr oder weniger punkten konnte, ist der auch ausgerastet und wollte sie unbedingt zurück. Das ist jetzt aber wirklich das kleine 1x1 der Red Flags und es sollte auch jede Frau im Reality-TV irgendwie wissen, dass das der Grund ist. Soll ein bisschen was machen? Ich bin ja auch nicht doof. Sie sagt so, ja, das ist schon ernst, er ist schon bei dir anders. Ich glaube schon, dass er das richtig ernst meint. Aurelia hat Bock auf Leandro. Ja, voll. Und ich möchte jetzt mal einen kurzen Applaus hier an Jeles richten. Ich weiß, viele von euch sehen sie noch so ein bisschen kritisch hier und da, aber dass sie das gecheckt hat, wer hätte das denn gedacht? Normalerweise habe ich nie irgendwas gerafft, aber hier ganz klar, ja gut, ist ja offensichtlich, Aurelia will Leandro irgendwie klar machen, deswegen labert die irgendeinen Kack, will mir einreden, dass ich irgendwas mit Gigi anbandeln soll, aber nein, Madame. Ich habe so Probleme, so zu sagen, so wenn ich jemanden mag. Weißt du, was ich meine? Bildungsangst. Ja, Bruder, ich bin fremdgegangen, weil ich dachte, bevor die macht, mach ich. Ja. Ich werde nie wieder zulassen, dass eine Frau wegen mir weint. Sein Wort in Gottes Ohr. Und ich glaube, sie hat so sehr vernuschelt gesagt, dass er dann sagen kann, nee, so habe ich es nie gesagt, Aber er möchte jetzt auf Victoria zugehen, um zu sagen, hey, diese Wannaktion, die hat einen Teil von mir auf jeden Fall sehr beeindruckt. Ich hoffe, du hast den Druck dann auch gespürt. Aber ich möchte an der Stelle jetzt nochmal sagen, das ist es nicht. Bin ich einer, der irgendwie spielt oder irgendwie sowas? Ich weiß nicht, ob ich mich in dich knallen könnte. Ich fühle das aber so, was du sagst. Das basiert auf Gegenseitigkeit. Hä? Wieso willst du mich nicht? Ich konnte mich nicht emotional bei dir öffnen. Und jetzt denkt sich so Gigi, was? Was? Du willst das auch nicht? Ja, okay, dann will ich vielleicht doch. Ah, willst du doch? Ja, dann will ich vielleicht wieder nicht. Ah, du willst nicht? Ja, dann will ich wieder. Also das ist das kleine Spielchen und Victoria rudert hier auch zurück, obwohl sie ja auch im Interview sehr emotionslos gesagt hat, nee, irgendwie körperlich von mir aus kann man halt mal machen, wenn es sein muss, aber so emotional, nee. Im echten Leben, da melde ich mich einfach nie wieder. Und hier habe ich ihr gesagt, hey, ich will dich nicht verletzen, es klappt nicht. Ja, und dieses Gespräch hat den Jungen schon mindestens ein Ei hier gekostet. Auf jeden Fall, Danilo ist ein bisschen sauer auf Aurelia, zu Recht, denn er hat ja mitbekommen von Yassin, dass eben Aurelia auf einem Schlachtzug ist und jeden Mann irgendwie von den Frauen lösen möchte. Und das findet Danilo nicht cool. Ich wollte ja mal fragen, was ihr da gestern geredet habt. Ich fand's halt komisch, das habe ich halt gesagt. Mir ist es wichtig, offen und ehrlich zu sein. Und es muss schon jeder wissen, was Sache ist, finde ich jetzt persönlich. Es war auf jeden Fall keine böse Intention oder dass ich da irgendwas, dass ich dir schaden will oder keine Ahnung, dich irgendwie ein schlechtes Bild drücken möchte. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass Aurelia die fakeste Person da drin mittlerweile ist, weil die halt einfach ihre eigenen Interessen verfolgt, da einfach auf die Gefühle von anderen komplett kackt. Bei Danilo mag sie ja recht haben, aber ich mag es halt nicht, wenn die jetzt die von Ehrlichkeit und so eine Kacke spricht und dann einfach diesen manipulativen Plan mit Leandro und Jiles verfolgt. Das macht keinen Sinn. Unsere Chef-Animateurin hat heute für die Jungs ein sensationelles Angebot. Ein ganz spezielles Workout, das euch fit für die Liebe macht. That pole is not for women or girls, it's for men too.
You have to say who's better. Yeah, you have to say who's better. Okay. Ah, und diese Pole-Dance-Stangen, ich weiß nicht, ob sie da einen Rabatt im Jahr 2024 bekommen haben, aber die sieht man jetzt in jedem Format bei Temptation Island vor kurzem auch. Auf jeden Fall geht es jetzt um den Battle zwischen Leandro und eben Gigi. Wer kann die Stange besser behandeln? Ich brauch das, who's better? 9.3. Bitte! Bitte, komm, Alter! Und Gigi, der ja schon bei den Sixpacks irgendwie mal einen Gastauftritt hatte, ja, der hat das hier sensationell gemacht. Aber ich fand Leandro auch nicht schlecht. Ich würde sagen, von der Abfolge der Bewegung fand ich ihn sogar besser als Gigi. Der wirkte noch ein bisschen verkrampft, aber hier, die Trainerin hatte ein bisschen Mitleid. Und dann passiert etwas sehr Unerwartetes. Eine neue Granate steht plötzlich da. Wow. Und ich bin Sophie und ich freue mich, euch gleich kennenzulernen. Und ja, vielleicht kennen mich der eine oder andere aus der TV-Soap Köln 50667. Ich hatte oft so einen bestimmten Typ Mann und das waren, ich glaube, wenn man die schon optisch beschreibt, so laufende Red Flags. Ja, zum Beispiel so ein Arbeitskollege von mir, der Patrick, hab auch mal in der WG mit dem gewohnt und sie habe ich noch nie gesehen. Ich habe jetzt mit einem von euch ein kleines Date. Oh mein Gott, erzähl mir mehr. Und sie ist so ein kleiner Kopfwackler. Auf jeden Fall, jetzt bin ich sehr, sehr gespannt. Sie hat hier einige Red Flags so am Start. Aber das bedeutet doch, umso größer die Red Flag, umso höher die Sendezeit. Wen nimmt sie? Ich habe mich für Jasmin entschieden. Ich glaube nicht, dass Danilo mit Melissa spielt, aber er lässt sich einfach alle Optionen offen. Und ich glaube, er kommuniziert es nicht so ganz, sondern immer so durch die Blume. Ich will dieses Drama gar nicht. Ich habe kein schlechtes Gefühl gerade mit Danilo. Und wenn, dann spüre ich es noch früh genug und dann würde ich auch meine Grenzen ziehen. Ja. So, und was Melissa uns hier sagen möchte, ich habe keinen Bock, dass sich Leute da einmischen. Und ich glaube sogar, mich stört es mehr, dass Aurelia da so negativ ist. Denn klar, ich sehe da auch verschiedene Warnsignale. Aber ich würde mir wünschen, dass sie ohne Einfluss von außen, also jetzt Melissa, einfach da selbst darauf kommt und ein eigenes Bild macht. Ich glaube, sie versucht halt auch einfach so Anschluss zu finden oder einen Mann zu finden. Ist ja auch voll legitim und so soll es ja auch hier sein. Aber so, wenn man so versucht, so gegeneinander auszuspielen, oder wie sagt man das? Zu hetzen. So, dann hat das immer so einen bitteren Beigeschmack. Und ist so, und ich habe das ja vorhin schon gesagt, aber trotzdem finde ich es jetzt hier sehr beeindruckend, wie klar und eigentlich relativ erwachsen die jetzt über dieses Thema sprechen. Sie gehen ja jetzt nicht hin und so, oh, du dam, sondern sagen sich so im Kreise, ja, ist eigentlich klar, was hier passiert. Eigentlich nicht so cool, hat einen bitteren Beigeschmack, aber wahrscheinlich werden die Zuschauer das selbst checken. Lassen wir einfach mal den Poltergeist hier weiter rumpoltern. Ich habe es ehrlich gesagt so aus dem Bauch raus ein bisschen entschieden. Also ich mag schon große Männer, muss ich dazu sagen. Und am besten auch jemand, der ein bisschen älter ist als ich. Ja, man könnte jetzt vielleicht auch denken, okay, wie naiv ist sie, dass sie sich aus allen Männern kann sie sich einen aussuchen, dann nimmt sie Yasin. Aber ich hasse das halt selber, wenn Menschen mich so in eine Schublade stecken. Mhm. Und allein die ersten Sätze, die ausgetauscht haben, ich glaube, Yasin fühlt sich auf jeden Fall geschmeichelt, dass er von ihr ausgewählt wurde, aber ich sehe das nicht so zwischen den beiden, glaube ich. Also er war von Anfang an sehr ehrlich, hat mir gesagt, dass er mit Aurelia gerade verkappelt ist, dass da wohl auch mal was war. Aber wir sind null in der Richtung, wo man sagt, da könnte wieder was werden. Wie schwer ist sie nochmal, Sophie? Hat sie ihn ausgesucht? Ja. Fand er die gut? Ja, das hat sich voll gefreut. Ich will auch jemand. Ich will auch jemand und das sehr, sehr dringend. Und jetzt hat natürlich Aurelia noch eine größere Angst. Jetzt hört sie natürlich, dass plötzlich Yasin da Interesse eventuell hat an dieser Sophie, aber sie merkt, und ich glaube, so egoistisch denkt sie dann, oh, könnte für mich bedeuten, dass ich einfach in der nächsten Nacht rausgewählt werde. Denn wenn jetzt Yasin zum Beispiel Sophie die Neue wählen wird, wen habe ich denn? Niemanden. Und deswegen verfolgt sie weiter einen Plan und versucht, Gigi jetzt ein bisschen aufzustacheln. Also ich finde Leandro gut. Ja. Kannst du bitte hier lassen? Gib mal Gras. Wir tauschen einfach. Hey. Ich lade dich auf ein Date an. Fertig, du kannst nicht nein sagen. Das kannst du ja nicht einfach so entscheiden. Doch. Die macht's mir voll schwer. Sag ja, Gigi, ich würde mich freuen. Du sagst, du willst Rücksicht vor mir nehmen. Und bist nicht mit ihm, aber willst ihn kennenlernen. Ich bin ja mit ihm, nur in Momenten, wo du halt vielleicht nicht guckst oder so. Ah, und Gigi hat's jetzt probiert, so wie er es gehört hat von Chefin Aurelia. Yilis verlässt den Raum und Aurelia sagt, nein, Gigi,
Ich kenne Frauen sehr, sehr gut. Ich habe sie analysiert mit meinem Popcorn oder whatever in der Hand. Und da ist noch was. Du darfst hier nicht aufgeben. Du musst am Ball bleiben. Weißt du, was ich meine? Ist aber was. Wenn sie doch nichts mehr wollen will, damit sie auch keine Rücksicht nehmen. Ja. Gigi will jetzt mit mir auf ein Date. Aber willst du das denn? Nee. Ach so. Nee. Das Problem ist halt, dass Aurelia ihm das die ganze Zeit auch eintrichtert. Weil Aurelia will mich halt loswerden. Es ist nicht, weil sie möchte, dass Gigi glücklich ist. Schließlich hat er ihre beste Freundin betrogen. Sondern einfach nur, damit sie halt freie Bahn bei Leandro hat. Absolut. Und nach diesen Regeln versucht Aurelia jetzt hier hinterrücks irgendwie alle gegeneinander auszuspielen. Und das wird, glaube ich, nicht gelingen, weil es zu offensichtlich ist. Du kannst sagen, dass du das Gefühl hast, da kommt was zurück. Und es gibt dir das Gefühl, dass du die ganze Zeit weiterkämpfen musst. Weil da irgendwie noch was ist. Ja. Und dann sagst Super. Du, soll ich dich jetzt lassen oder nicht? Weil du bedeutest mir was, ich will das. Und oh mein Gott, jetzt weiß ich, was die für Mindset-Übungen gemacht hat. Leute haben ihr immer eingeredet, wie sie verarscht wurde und sie gibt dieses Wissen jetzt einfach weiter an die Red Flag. Bei mir hat das gut funktioniert, bei 28 von 35 Kerlen, die diesen Spruch gemacht haben, bin ich immer wieder drauf reingefallen. Komisch, also passt ja gar nicht zu mir. Aber das könnte dann auch gut klappen. Sie ist so der umgedrehte Date-Doktor. Zurück zu Danilo, der wird halt nicht so ganz schlau aus Melissa, weil das Problem ist, und das ist wirklich die Wahrheit, unabhängig von Aurelia, das matcht nicht so richtig. Die haben sich auch kaum irgendwie was zu sagen. Ich meine, die hängen da in einer Villa. Im Endeffekt ist das ja wie der perfekte Urlaub. Du kriegst alles bezahlt, kannst da den ganzen Tag in der Sonne liegen, hier ein bisschen trinken und kannst die Leute eben kennenlernen. Aber so die Gespräche zwischen den beiden werden jetzt nochmal von Yassin und eben Danilo dargestellt. Du bist, du kommst jetzt vom Table Dance und du freust dich. Warte. Wir hatten Beauty Day. Ja, hab ich mir schon gedacht. Und bei euch? Ja, wie gesagt, blablabla. Ja, das muss ich. Das war unser Tagesgespräch. Aber den ganzen Tag. Aber da ist halt auch wieder das Ding, dass Danilo eben auch den Fehler sozusagen bei Melissa suchen will. Denn der hätte 100 Sachen sagen können. So Beauty Day, geil, machst du das hier und da? Vielleicht hat man diese Gespräche schon geführt. Magst du das auch mit den Gurken und dem Quark? Und so, oh, voll cool, ich mag das auch ganz gerne. Manchmal gehe ich auch sonntags ins Spa. Magst du das so Sauna und so? Oder also Wellnessbereich? Ich kenne da so einen guten Ort in München, da kann man so morgens hingehen, sind da kaum Leute. Du kannst dieses Gespräch auch an Danilos Stelle so 100 Meter weiterführen. Genauso wie natürlich Melissa sagen kann, ah, okay, Pole Dance Stangen, ich mag Stangen. Ich mag Sonntagmorgens, keine Ahnung. Sie hätte auch irgendwas sagen können. Aber im Endeffekt möchte Danilo auch für sich immer wieder hören, nee, das macht irgendwie keinen Sinn. Und ja, dann macht es halt auch keinen Sinn, wie ich in der letzten Folge schon gesagt habe. Frag doch, warum sie so ist. Ja, schwer. Und wenn sie sagt, ja, so bin ich halt, dann weißt du aber, dass sie einfach nicht zu dir passt. Ich hau mir mal eine rein oder so. Warum? Damit ich mal irgendwie den Schalter ein bisschen umlegen kann. Die hat ja auch gesagt, ich will hier so ein bisschen offen sein und auch jeden kennenlernen und so. Aber irgendwie nervt mich das ein bisschen, weil ich habe halt eigentlich die ganze Zeit nonstop an dich halt im Kopf und möchte mit dir ja auch weiterkommen. Und oh mein Gott, ich glaube, das ist genau das, was Jelis jetzt auch hören möchte. Die denkt sich vielleicht nämlich auch, ich will den ja wirklich kennenlernen. Der macht einen vernünftigen Eindruck, der ist nicht so wie die anderen Red Flags da drin. Der ist so ein bisschen normaler, aber ich würde mir wünschen, dass da mehr Feuer ist. Und jetzt Leandro versucht hier wirklich das Feuer zu entfachen und es gelingt ihm. Ja, dann ist der nächste Schritt, dass du das halt den ganzen Frauen jetzt kommunizierst. Ich habe halt auch nur gehört, dass Gigi wieder irgendwie versucht, jetzt all in bei dir irgendwie zu gehen. Ja, das Problem ist halt, dass Aurelia ihn halt sehr drängt. Damit die Bahn zu mir frei ist. Gar kein Vorwurf, dass sie versucht, dazwischen zu grätschen. Mir geht es nur darum, dass man das dann irgendwie alles auf jeden Fall aufrichtig macht und direkt und auch ehrlich irgendwie kommuniziert. Und das macht sie eben nicht ganz ehrlich, sondern sie versucht halt diese kleinen Spielereien. Ich glaube, das führt noch zu einem kleinen Problem. Kommen wir wieder zu Sophie und Yassin. Was war da denn jetzt eigentlich? Yassin meint halt, Stand jetzt, dass sie einfach cool miteinander sind. Für mich war das komplett abgeschlossen. Aber er wollte noch mal so, er hat sie mal versucht und ich musste immer wieder sagen, nein, ich will nicht mehr und so. Also er hat schon auch die Offensive versucht und von... Hat er auch gesagt, dass er noch Gefühle für dich hatte oder so? Nee, das nicht, aber man hat es halt gemerkt. Man hat es schon gemerkt. Als Frau, warte, Moment.
Ja, ich hab's schon wieder gemerkt. Ich hatte wieder einen kleinen Gruß, nicht aus der Küche, sondern aus der spirituellen Ecke. Und ja, das hat man schon gemerkt. Und im Endeffekt, ja, so guckt halt Yasin jede Frau an. Und ich glaube nicht, dass Aurelia ihm irgendwas bedeutet. Ihm ist Aurelia jetzt nur wichtig, in dem Zusammenhang irgendwie drin zu bleiben und verkappelt zu sein. Aber wenn der jetzt sich entscheiden könnte zwischen einer neuen oder einer anderen, wenn er die neue gut finden würde, wird er sagen, immer eine neue. Und dann sagt er, Aurelia, klar, letztes Mal habe ich mich groß entschuldigt vor allem. Aber wir hatten ja unsere Vergangenheit. Und im Endeffekt, ich bin ja hier, um die Liebe zu finden. Deswegen werde ich mich für die neue entscheiden. Ich hoffe, das verstehst du. Aber ich muss dir sagen, er gibt sich schon sehr viel Mühe hier, trotz allem. Mach dir erstmal deine Meinung, führt Gespräche. Yep, und das finde ich tatsächlich gut, dass hier alle eigentlich gegen Aurelia nicht schießen, aber immer das Gegenteil von ihr sagen. Weil Aurelia wollte jetzt ja auch Yasin schlecht machen bei Sophie. Und was sagt Melissa? Hey, jetzt ganz ehrlich, der ist eigentlich ganz nett, der versucht es. Man sieht hier so minimal eine andere Seite. Versucht es diesmal so ein bisschen emotionaler, um die Mädels zu veräppeln. Aber ist mal was Neues, ist was Neues. Und dann kommt es zur nächsten Red Flag Night. Und jetzt bin ich sehr gespannt. Welches Mädel hat bei Love Island VIP die geringste Chance auf die Liebe? Granate Sophie ist ausgenommen von der Wahl. Nur die Männer geben ihre Stimme ab. Zieht euch jetzt zur Beratung in die Villa zurück, denn ihr müsst als Gruppe entscheiden. Wählt weise, denn die Frau, auf die eure Wahl fällt, muss heute noch die Villa verlassen. Und das finde ich geil, ist wieder was Neues. Habe ich ja gesagt, das liebe ich auch bei den Verrätern. Immer wieder so ein kleiner Plot-Twist am Ende. Jetzt geht es nicht darum, jeder geht da vor und sagt, oh, du hast die Red Flag, sondern die Gruppe Jungs zieht sich diesmal zurück. Wahrscheinlich beim nächsten Mal dann die Gruppe von Mädels. Aber für wen entscheiden sich die Jungs? Wer soll hier raus und wer hat am wenigsten Chance auf die Liebe? Chiara oder Tracy? Ja. Ja. Ich hätte Aurelia gesagt. Ich finde Jelis. Guck mal, die lachen. Guck mal, Männer, ne? Wir sind einfach nach dem Kriterium gegangen, welche Person öffnet sich nicht ganz von Herzen. Die Person, für die wir uns heute Abend entschieden haben, ist die bezaubernde Tracy. I hope it was different, but I think it's better like this. Oh, und das ist halt auch hart jetzt für Tracy. Also sie hatte schon dieses unangenehme Gespräch, obwohl, wie gesagt, im Endeffekt war er ja da nur ehrlich. Und ich finde es tatsächlich besser, jetzt sehr, sehr blödes Klischee, aber wenn das Pflaster schneller abgezogen wird, als halt so langsam, langsam, langsam. Und der merkt halt, das würde eh nicht funktionieren. Und dann verliebt sie sich voll in ihn und das geht dann über 4 Tage hinaus. Und dann heißt es, nee, sorry, war nur ein Prank. War cool, die Zeit und so, aber nein. So ist es halt schon alles sehr viel auf einmal, aber das war's jetzt hier auch für Tracy. Und Gigi versucht es jetzt wirklich nochmal bei Jelis, der geht hier komplett auf Angriff und er versucht alles. Der hat ja von Aurelia so ein paar Worte in den Mund gelegt bekommen und die probiert er jetzt bei Jelis aus. Ich habe keinen Bock mit einer Wiki rumzumachen, so mit einer neuen Granate, die reinkommt. Ich weiß, was ich will. Das bist du. Wenn du mir sagst, Gigi, ich will nur ihn, dann lasse ich es auch. Aber solange du mir Anzeichen gibst, werde ich es nicht. Ich möchte ihn wirklich kennenlernen. Auf Ernst. Auf Ernst. Auf Ernst. Auf Ernst. Das ist die Sache erledigt. Küsse toll ist. Ich sage gar nichts. Sag mal, dass meine Küsse toll ist. Nein, ich sage gar nichts. Sag, dass meine Küsse toll ist. Ich sage gar nichts. Oh, yep. Und zur gleichen Zeit, welche Überraschung versucht es Aurelia nochmal bei Leandro? Ich bin halt niemand, der jetzt irgendwie da irgendwie, weiß ich nicht, irgendeine zweigleisige Sache oder so. Nee, ich verstehe das ja auch. Hättest du mich denn gerne richtig kennengelernt? Ja, schon. Wenn ich so die freie Bahn gehabt hätte, wäre ich voll auf Attacke gegangen. Aber so, das ist einfach auch so ein Girls Code, macht man nicht so. Das ist so ein Girls Code. Ich würde da niemals irgendwo reingrätschen. Schau mal auf meine süßen braunen Augen. Die sind zwar sehr gefährlich, aber in der Liebe ehrlich not. Ich gucke dann auch, wie ich was sage, weil ich einfach nicht so respektlos rüberkommen möchte. Ich respektiere sowas auch. Das Einzige, was ich jetzt nicht gemocht habe, war dieses über Gigi. Gefällt dir Aurelia? Kam zu mir und hat gesagt, mag Leandro reden. Aber das kam nicht von mir. Er kommt zu mir und sagt mir, ja, Aurelia hat mir gesagt, so, ja, ich soll mit dir reden. Ja. Nee, das kommt nicht. Nein. Überhaupt nicht. Also ich habe da gar nichts mit zu tun. Ich bin niemals zu Gigi hingegangen und habe gesagt, ey, jetzt mach dir mal klar, wir können ja dann tauschen. Mach dir jetzt mal klar, Junge. Du bist doch sonst nicht so. Was ist los mit dir? Schnapp sie dir, Tisha. Bitte gib Gas. Wir tauschen einfach. Weißt du, er kam zu mir die ganze Zeit. Und weil er halt von ihr noch was will. Und deswegen. Und dann haben wir darüber gesprochen. Und dann habe ich ihm nur erzählt, dass ich dich gut finde. Mehr aber auch nicht. Aber ich habe nicht gesagt, ey, mach mal so. Geh mal zu ihm hin. Oh mein Gott, ich habe selten eine Kandidatin so krass lügen sehen wie Aurelia hier in dieser Situation. Und da merkt man schon, dieser ganze Kontakt zu den Red Flags hat abgefärbt. Und von wegen hier Mindset und be the best version of yourself, die hat sich nicht zum Vorteil verändert. Aber egal, jetzt geht's weiter mit einer kleinen Überraschung. Und ich glaube, wir alle warten darauf. Diese Überraschung wird für Yasin sein. Jungs, euer Platz ist die Feuerstelle. Die Mädels begeben sich auf den Balkon. Oh, das ist Alicia. Oh mein Gott. Ach du Sch.
Oh mein Gott, und das ist die erste große Liebe, wie Yasin es immer so schön sagt. Alicia, und die hatten ja anscheinend ein On-Off über mehrere Jahre und jetzt ist sie da und das wird Yasin, glaube ich, doch nochmal ein bisschen verwirren. Zumindest jetzt hier auch aus Showzwecken. Die beiden haben seit 11 Jahren was. On-Off, On-Off, On-Off. Hi, was geht? Nächste Woche Yasin kurz vorm Kollaps. Außerdem hasse ich Schmatzen. Mach ich nie wieder. Entschuldigung. Das ist ein Missverständnis. Ich würde ja niemals mich irgendwo einfach so einmischen. Oh, und jetzt beginnt das Heuldrama und Aurelia fühlt sich falsch verstanden. Okay, wir wissen, was kommt. Das war's mit dieser Folge. Was sagt ihr? Schreibt mir eure Meinung sehr, sehr gerne unten in die Kommentare. Ich wünsche euch an der Stelle nur das Beste. Wir sehen uns schon bald wieder. Ciao.